Hallo zu einer neuen Folge Elvener, der 13. Folge mittlerweile, und natürlich ist auch die letzten Wochen wieder einiges passiert. Erstmal habe ich versucht, irgendwie mit kleineren Dekorationen meine Kultur ein bisschen zu steigern, an der ich momentan ein bisschen hadere, denn ich glaube, ich upgrade mein Rathaus ein bisschen zu schnell. Ich habe diese Woche zwar nicht mehr geupgradet, allerdings habe ich die letzten Wochen ja regelmäßig geupgradet, wodurch ich jetzt eh vor dem Hindernis stand, dass immer die Meldung kam, ja, mehr Kultur benötigt. Das heißt, vielleicht habe ich das ein bisschen zu schnell hochgebracht, denn eigentlich bringt mir das Rathaus ja relativ wenig. Also klar, so das Lager für Münzen und Vorräte wird erhöht, aber ich meine, das kriege ich ja eh schon seit Wochen nicht mehr voll. Und gut, die tägliche Produktion von Münzen wird ein bisschen erhöht, aber ich habe doch eh ein paar hunderttausend, fast eine Million, teilweise über eine Million Münzen. Also ich brauche doch gar nicht so viel. Ich höre also langsam erstmal für eine kurze Zeit auf, das Rathaus zu upgraden, denke ich, denn sonderlich viel habe ich davon nicht und konzentriere mich auf andere Sachen, wo ich die Kultur nötiger habe. Nächste Woche werde ich dann versuchen, mal ein paar Straßen wieder zu upgraden mit haufenweise Gütern wahrscheinlich, aber dafür kriege ich da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Kultur, um ein paar andere Gebäude wieder zu upgraden. Doch für diese Woche hatte ich noch ein bisschen was, und zwar habe ich die restlichen Wohnhäuser erstmal auf Stufe 9 geupgradet, das heißt diese größere Stufe, die auf einmal so ultra viel Platz wegnehmen. Dazu musste ich natürlich ein paar abreißen und ein bisschen verschieben und hatte dadurch, ja, ich sag mal, eine blöde Anzahl, eine blöde Grundfläche an Platz auf einmal frei, denn ich hatte dann so einen zwei Felder breiten Streifen, wo ich natürlich nicht mehr wusste, was ich hinbauen soll. Also habe ich da erstmal meine ganzen kleinen Marmorproduktionen hingebaut. Die sind ja wirklich bloß zweimal ein Feld groß, da kann man also haufenweise nebeneinander bauen, und so ist meine Marmorproduktion auch immer noch ziemlich gut, obwohl das relativ niedrige Gebäude ja wirklich der ersten Stufen sind. Die wurden ja noch kein einziges Mal von der Fläche her geupgradet. Dafür passen sie eben auf so kleine Flächen immer noch sehr gut rein und meine Marmorproduktion ist trotzdem sehr groß. Nichtsdestotrotz habe ich auch die anderen Marmorproduktionsgebäude oder ein Marmorproduktionsgebäude, was schon ein bisschen größer ist, noch ein, zwei Stufen mehr upgradet. Genauso mit den Juwelenproduktionen. Aber vor allem habe ich auch ein, zwei neue Rüstkammern gebaut. Eine, die ich hatte, habe ich erstmal auf die Stufe 8 gebracht und eine weitere habe ich gebaut, denn ich merke immer noch, ich habe zu wenig Einheiten. Vor allen Dingen habe ich das gemerkt, als ich im Turm der Ewigkeit gekämpft habe, der hat zweimal stattgefunden die letzten Wochen. Und ich habe beide extrem schlecht abgeschnitten, denn da waren immer irgendwelche Kämpfe dann auf einmal, wo ich machen konnte, was ich wollte. Ich bin nicht durchgekommen. Also gut, ich muss zugeben, ich bin teilweise vielleicht ein bisschen faul, das heißt, ich kämpfe in der Regel mit Autokampf. Und da waren dann Kämpfe, wo ich zwar eigentlich die passenden Einheiten gewählt habe, wenn man einfach nach den Effekten geht, das wird ja mir angezeigt, und trotzdem habe ich haushoch verloren. Also ich habe einfach alle Einheiten verloren und dachte mir, okay, gut, nochmal, vielleicht habe ich die falschen gewählt oder sind andere noch besser, habe andere gewählt, wieder alle verloren. Okay, habe ich eine Mischform gewählt, wieder alle verloren. Also ich konnte gefühlt machen, was ich wollte. Ich habe schon bei den ersten Kämpfen irgendwo dann haushoch verloren und ich wusste nicht so wirklich warum. Aber naja, nicht so schlimm, bald kommt wieder ein Upgrade, dieses Mal für die Armbrustschützen. Dann sind die auch endlich Stufe 2. Meine Axtkämpfer sind ja schon seit Monaten Stufe 2. Ich habe mich ja in einer Folge auch schon mal gewundert gehabt, warum das so lange dauert, bis denn die anderen Einheiten dann auch mal geupgradet werden. Das ist jetzt bald soweit mit den Armbrustschützen. Mal gucken, ob mir das dann was bringt. Die habe ich die letzten Monate tatsächlich so gut wie gar nicht produziert, weil mir die irgendwie in den wenigsten Kämpfen was gebracht haben und ich ja nur sehr begrenzte Ressourcen habe, beziehungsweise Slots zum Produzieren, um Einheiten zu kriegen. Ich musste mich also entscheiden, welche produziere ich. Deswegen habe ich auch mal wieder eine zusätzliche Kaserne gebaut, die aber eigenständig produziert. Und zwar die Valorianische Heldenmut. So heißt das Ding. Und das produziert Valorianische Garde. Alle 24 Stunden oder so, oder zumindest irgendwas bei einmal am Tag. Das Problem dabei ist, wie es auch schon bei den anderen Produktionsstätten, bei den anderen Kasernen war, die ich mal hatte, sehr, sehr wenig Einheiten auf relativ viel Fläche. Ich glaube, 3x3 Felder ist das Ding groß. Und das heißt, in einer Woche kriege ich vielleicht so 2 bis 3 Armeen zusammen. Das ist halt wirklich nicht viel. Also wahrscheinlich wird das dann auch wieder das nächste Gebäude sein, was weichen muss, sobald ich den Platz brauche. Momentan habe ich nicht so krassen Platzmangel. Also ich kriege die Gebäude, die ich bauen will, schon irgendwie dahin, wo ich sie haben will. Ich habe allerdings auch wieder eine Erweiterung dazu bekommen. Mag auch daran liegen. Übrigens,
Mein Wälzer der Geheimnisse ist jetzt endlich auf Stufe 5 und der goldene Abgrund ist auf dem Weg zu Stufe 5. Und naja, kurz davor würde ich das nicht nennen, aber er ist Stufe 4 und das ist schon so ein bisschen über ein Drittel der Wissenspunkte eingezahlt. Da mache ich fleißig weiter, allerdings habe ich, naja, so gut wie keine Wissenspunktpakete mehr. Und ich fördere die antiken Wunder ja eigentlich nur mit Wissenspunktpaketen, die ich zum Beispiel über die Turniere zusammenbekomme. Da kriegt man eigentlich relativ viel, auch über die Events, da kriegt man ständig irgendwie mal ein Wissenspunktpaket. Und deswegen lohnt sich das eigentlich, habe ich festgestellt, dass ich meine Tagesproduktion einfach immer in die Forschung stecke und meine Wissenspunktpakete in die antiken Wunder. Und so kriege ich die eben nebenbei hoch, ohne wirklich was abzweigen zu müssen von meiner normalen Produktion. Ich hatte auch zwischendurch mal einen weißen Golem gebaut. Das ist so ein riesiges Gebäude, was mir eigentlich nichts gebracht hat. Also gar nichts. Ich dachte, es ist besser. Ich weiß nicht, ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, was ich mir dabei gedacht habe, das Ding zu bauen. Es war von vornherein schlecht. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Ich habe es relativ schnell wieder abgerissen, weil es viel zu groß war. Hätte man upgraden müssen, aber ich hatte natürlich keine Upgrades und habe es trotzdem gebaut. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Was ich auch zwischenzeitlich nur gebaut habe, waren zwei Holzproduktionsstätten und zwei Metallproduktionsstätten. Die werden bei mir eigentlich nicht geboostet und die habe ich auch gar nicht dazu gebaut, um die Güter an sich zu produzieren, sondern es war mal wieder ein Gemeinschaftsabenteuer. Und da haben wir, naja, ich weiß gar nicht, ob wir da so gut abgeschnitten haben oder schlecht. Wir haben so die Hälfte der zweiten Stufe geschafft, ungefähr. Und da muss man, um da überhaupt voranzukommen, eben Quests erledigen, für die man dann Abzeichen bekommt. Und die Abzeichen kann man verwenden, um Wege freizuschalten in diesem Gemeinschaftsabenteuer eben. Und am Ende einer Stage bekommt man dann ganz besondere Belohnungen, beziehungsweise die bekommen alle der Gemeinschaft. Deswegen ja Gemeinschaftsabenteuer. Und da wollte ich mich diesmal mal anstrengen und mich mal ein bisschen reinhängen. Habe ich auch gemacht. Ich habe einige Abzeichen gesammelt und ich denke, ich habe mich auch auf einige konzentriert, die andere vielleicht nicht so gemacht haben. Und das hat bestimmt hoffentlich auch weitergeholfen. Das Problem ist natürlich, dass man das immer nicht so im Blick hat, weil jeder kann Abzeichen produzieren und jeder kann Wege freischalten. Ich habe zwar gesehen, dass die Leute sich bei uns in der Gemeinschaft im Chat teilweise oder in den Nachrichten abgesprochen haben, okay, welchen Weg nehmen wir diesmal, wo gehen wir lang, damit wir die Abzeichen bestmöglich einsetzen, um mit so wenig Abzeichen wie möglich die Stage durchzukriegen. Aber ich kann relativ schlecht einschätzen, ob meine Abzeichen da jetzt was gebracht haben, weil dazu müsste ich jeden Weg sozusagen, den wir freigeschaltet haben, kontrollieren, was für Abzeichen man da brauchte und wurden meine Abzeichen verwendet und wie viel habe ich produziert. Das war mir nichts. Deswegen habe ich mir einfach eingeredet, das hat schon geholfen. Und ganz am Ende brauchten wir tatsächlich noch 4 Abzeichen, 2 Stunden irgendwie vor Eventende, um wenigstens einen Weg noch freizuschalten. Man hätte die Stage eh nicht zu Ende bekommen, aber den Weg, dachte ich, kann man noch kriegen. Und das waren eben Abzeichen, wo man Werkzeugskisten, glaube ich, produzieren musste. Also die 24-Stunden-Produktion der Vorratsproduktionsstätten. Und da hieß es eigentlich schon im Chat, okay, wir haben jetzt 2900 Punkte, weiter kommen wir nicht. Und ich meinte so, ha, das kriegen wir hin. Meine Produktionsstätten laufen noch auf genau der Produktion. Und ich habe noch ein paar Booster im Inventar. Das sollte reichen, um hier noch die letzten 10 Produktionen für die 4 Abzeichen fertig zu kriegen. Und dann habe ich die beschleunigt und habe die eingesammelt und habe sie nochmal gestartet und wieder beschleunigt. Und habe festgestellt, Mist. Er hat mich ein bisschen verschätzt. Ich hatte zwar ziemlich viele Booster, aber es hat nur für die Hälfte der Produktion gereicht und dementsprechend nur für 2 von 4 Abzeichen. Das heißt, leider haben wir den Weg dann doch nicht mehr bekommen. Und ich habe jetzt keine Booster mehr. Aber das ist nicht so schlimm, die hätte ich wahrscheinlich eh nicht eingesetzt sonst. Was auch zu Ende gegangen ist, ist das letzte richtige Event, die Pilgerreise der Zauberer. Allerdings war das nicht weiter erwähnenswert. Ich habe noch ein paar Einheiten bekommen und mehr eigentlich nicht. Das war's. Ja, und das war dann eigentlich so meine Entwicklung in den letzten 2, 2,5, 3 Wochen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr schaltet dann auch in wieder 2 Wochen ein. Und wir sehen uns oder hören uns dann. Gebt dem Video gerne ein Like. Es freut mich immer, wenn ich sehen kann, dass es euch gefällt. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.